Na, meine Süße. Es tut so gut, dich zu sehen. Das ist doch schön. Wir haben das Zauberturnier gewonnen. Wie geht's? Ich bin so hässlich. Ich bin so ich hoffe, ein hässlicher Lümmel. Abenteuer in Hogsmeade erholt. Mir geht's gut. Ich war eher um dich besorgt. Immerhin sind sowohl Ranrock als auch Rookwood und Harlow hinter dir her. Bei mir ist alles in Ordnung. Wir haben damals nicht darüber gesprochen. Aber ich hoffe, du kannst mir jetzt sagen, warum sie nach dir gesucht haben. Sie wollen etwas, das Professor Fig und ich in Gringotts gefunden haben. Wann warst du denn bei Gringotts? Kurz vor unserer Ankunft in Hogwarts. Darum kam ich auch zu spät zur Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns hin, nach dem Drachenangriff. Was in aller Welt? Da ist noch was. Und es ist etwas seltsam. Professor Fig sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Ist das die Magie, die du beim Trollangriff in Hogsmeade genutzt hast? Ich denke schon. Ich lerne noch, aber ich kann ihre Spuren sehen und habe Magie gewirkt, die ich nicht erklären kann. Ich weiß, das ist eine Menge. Das stimmt. Und ich werde noch mehr Fragen haben. Kann die aber nicht alles sagen. Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. An dem Tag in Hogsmeade wurde mir etwas klar. Du hast so viel Mut im Kampf gegen den Troll bewiesen. Und Cyrona hat sich gegen Rookwood und Harlow wacker geschlagen. Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Wie meinst du das? Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabeleland. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Gut. Rookwood und Harlow sind ein gefährliches Duo. Und dann sind sie auch noch mit Ranrock im Bunde. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Mhm. Es wird gemunkelt, dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Harlow kümmern? Ich habe sie gesprochen. Sie war nett. Ich habe sie gesprochen. Wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wildereiaktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und denk immer daran, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Nati. Die gute Nati. Die super. Die ist einfach super. Was geht hier vor sich? Hilf der Fremden. Sie müssen hier lang gekommen sein. Ich weiß nicht, wen ich gesehen haben soll. Ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Ich habe keine Zeit für... Victor Rookwood schert sich kein Stück um ihre Zeit. Oi, wenn man vom Teufel spricht. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht... Jetzt reicht's mir. Lasst sie in Ruhe. Was war das denn? Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Im Bereich Sammeln haben gibt es einen, gibt's einen neuen Gegnertyp. So viele. Ihr habt mich schon natürlich mache ich es neu. Diese Lümmel. Kackt in ihren Nest, die Kackvögel.
Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Halt dein Maul, du hässliches Schlammblut. Oho, das. Hier können sie aufhalten. Okay, das war richtig gut. Was in aller Welt ist gerade passiert? So wurde ich noch nie angegriffen. Und das so nah an Hogwarts. Danke, dass du mir geholfen hast. Finde ich super. Alles in Ordnung? Ja. Vor allem auch dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Erschwinderinnen? Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte, aber danke für die Hilfe. Nun, für den Moment sind sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiter forschen, bevor sie wiederkommen. Ich bin einfach so ein hässlicher Lappen mit dieser Scheißbrille. Sie erwähnten jemanden namens Priya. Ja, meine Frau. Sie weckte mein Interesse für Merlin, schenkte mir ein Buch, als wir noch in Hogwarts waren. Klassische Hufflepuff, geniale Trankmeisterin, hat einen Laden in der Nocturngasse. Sie ist eine reisende Händlerin. Sie weiß immer, was im Hochland vor sich geht. Sie sind Forscherin? Nora Treadwell. Zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Das ist doch schön. Merlin? Aus der Legende von König Artus? Ja, genau der. Merlin war Schüler in Hogwarts. Und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen. Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Verständlich, dass Sie sich für Merlin interessieren. Ich wüsste gern mehr über die Prüfungen. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so jäh unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll. Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Na dann. Diese Truhe? Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche haben. Dankeschön. Ich habe das Malvenkraut. Wunderbar. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Meine Güte, haben Sie das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Das ist Neuland. Ich frage mich, was es mit diesen Scheiterhaufen auf sich hat. Ins Zentrum. Die Flammen senken den Scheiterhaufen. Damit wäre das erledigt. Okay. Okay, das ist cool. Was für ein Tag. Ich fasse es kaum. Schick, schick. Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Noch. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen.
Laufen hier eigentlich alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen Sie sie so, wie sie Ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass Sie in Hogsmeade finden, wenn Sie noch mehr benötigen. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Mir auch, Nora. Und seien Sie vorsichtig hier draußen. Ja. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen sicheren Notizen und Büchern zurück. Das ist super. Auftrag abgeschlossen. Prüfungen Merlins. Was haben wir hier? Nebenquest? Revelio. Sammlung, Muschel, metallisch. Bevor ich jetzt hier... Eines der Porträts in unserem Gemeinschaftsraum will mit dir reden. Eldridge Diggory. Er war mal Zaubereiminister, glaube ich. Okay. Ich will aber eigentlich zurück zur Großstadt oder mehr... Ich habe keine Ahnung. Weil ich eigentlich die Kleidung, die ich übrig habe, nicht zerstören will, sondern verkaufen will. Was hat's mit diesen Ballons auf sich? Das ist auch wieder so ein komischer Turm. Warte mal, kann ich denn mit Flohpulver überhaupt hier? Lower Hogsfield, nächstgelegene Dorf. Ist doch gut. Was haben wir hier? Hogsmeade. Und hier stehe ich. Ich will aber noch Hogsmeade. Ich will einfach mal... Ich finde es komisch, dass man nur so wenig Sachen tragen kann. Hinweis, das ist ein Walskelett. Ja, wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Alter, die Schnauze. Okay, die sind lustig, aber trotzdem. So hört sich mein Arsch an, wenn ich eine Bohnenpfanne gegessen habe. Entschuldigung. War das gemein? Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Aber ich will dahin. Okay, hier war nichts, obwohl sich das komisch angehört hat. Zweifellos schon lange verlassen. Wie wäre es, wenn ich mal da hingehe? Ausrüstungskapazität ist voll. Das war mir schon klar. Was meinst du, warum ich denn dahin will? Ich glaube, jetzt einfach mal hier querfeldein. Was kann da schon passieren? Erstmal verbrennen. Tschüss, Knuddelmuff. Da leuchtet irgendwas rot. Ich habe keine Ahnung. Ja, ist ja gut, Vogelscheuche. Ich klaue hier schon nichts. Soll ich überhaupt hier lang? Hat geklappt. Super. Herausforderung abgeschlossen. Kann ich hier irgendwas verkaufen? So, jetzt muss ich mal gucken. Hier ist irgendein Händler. Sehen Sie sich ruhig um. Viele wundervolle Bücher, um einen neugierigen Verstand anzuregen. So. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen.
Verkauf einfach mal alles, was halt irgendwie schlecht sein soll. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht alles verkauft. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Okay. Also ich trage schon gerne Sachen, die ich halt nutzen kann, aber nur, wenn es halt wirklich... Aha. Ich habe keine Ahnung. Okay, der gibt mir eins mehr, aber ich finde den hier cooler. Mäntel. Okay, der an sich ist ganz cool. Der gibt mir zwei. Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Laufe ich jetzt so rum oder laufe ich jetzt mit dem Grauen rum? Ich behalte mal beide, weil ich beide eigentlich ganz okay finde. Schauen wir uns mal an, was wir haben. So. Der kommt weg. Den behalte ich. Was kann ich denn hier einkaufen? Zauberanweisung Tierwesenfütter. Tierwesen Spielzeugkiste, Schneidestation, Dungkomposter. Schalte die Fähigkeit frei, einen Dungkomposter zu beschwören. Erstelle damit Dünger. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Das ist schön. Hüpfender Topf. Hüpfenden Topf zu beschwören. Dieser magische Kleine kann Regelbraut zufällig einen... Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Okay. Muss ich das jetzt benutzen? Oder reicht das, dass ich jetzt die Fähigkeit einfach nur habe? Ein paar Erklärungen mehr wären schön gewesen. Aufträge. Okay, Herausforderungen. Interessiert mich eigentlich null. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwas kaufen kann. Wir müssen jetzt mit dem Bild sprechen. Das ist doch schon mal gut. Kann ich mir irgendwas kaufen? Spitzenbesetzter Hexenhut. Das ist doch schon mal eine Sache. Wenn der jetzt wirklich aussieht wie so ein Hexenhut. Okay, das ist schon mal ganz cool. Nur die Brille, die ist so hässlich. Ich will unbedingt eine andere Brille holen. Ich meine, hier so Drachenaugen hat schon was, aber ich Oh, der passt halt null. Sorry, aber der passt halt echt null. Rebellion. Da fliegt auch noch eine Buchseite rum. Schön. Zwei Geld. So. Die Karte. Kann ich jetzt hinreisen, oder? Nein, ich würde gern... Wenn die Karte dein größter Feind ist. Ja, genauso fühle ich mich auch. Kutsche fährt von allein. Klar, kann man mal machen. Aber eigentlich müsste ich doch jetzt Reisepunkte haben.
alle Liebe, ich werde diesen Hexenhut nicht anziehen. Ich weiß nicht, der passt halt wirklich null. Boah, ist natürlich halt 8, ne? Und diese Brille, die ist auch ultra, ultra hässlich. Gibt doch bestimmt bald wieder Ärger, weil ich noch nicht zu Hause bin. Wo waren Sie so lange? Er hat mit dem Stein gesprochen. Ich habe ein bisschen zu viel Zelda Ocarina of Time gespielt. Ich rede einfach mit einem Baum. Obwohl es theoretisch ja schon was hat. Der Weg muss doch auch irgendwo hinführen. Können wir jetzt einfach hier reinschleichen? Okay. Ich weiß zwar nicht, warum Voldemort immer da so Probleme hat, aber so schnell scheint man nach Gryffindor zu kommen. Rebellion. Verdammt. So, dann wollen wir mal gucken. Ich muss hier lang. Sprich mit dem Porträt von Doggy. Gut, Katze. Das ist schön. Okay, das ist cool. Gucken diese Lümmel mich gerade an. Weiß ich Bescheid. Diese Fackeln kann ich also entzünden. Rebellion. Dieses Klingeln, ne? Denkt immer so. Hey! Ja, wollte ich schon sagen. Das Maul halten. Keine Gewalt gegen summende Rüstung. Ich distanziere mich von diesem Spiel. Ich verherrliche keine Gewalt gegen metallene Rüstung. Ist gut am Schnaufen, der Rechner. Ich hab keine Ahnung, okay. Rebellion. Da ist noch eine Truhe. Incendio. Okay. Beiß mich bloß nicht, du blöder Kohl. Irgendwo muss es doch eine Lösung, einen Hinweis dafür geben. Hm. Das werden wir wohl nie herausfinden, weil ich ein fauler Arsch bin. Ich bin dein kleiner Arsch, ich bin dein fauler Arsch. Da bläst man mir den Marsch. Lalelu, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bin mal gespannt. Die Kämpfe an sich sind ja ganz okay, aber ich finde, manchmal könnten Passagen kommen, wo es halt... Warten. Sprich mit dem Porträt von Shaggy. Eldritch.
Dictionary. Ah, hier gibt's auch wieder sowas, ne? Immer. Wenn du mich so fragst, dann immer. Nüsse und Äpfel. Das ist Essen von Champions. Hufflepuff-Fässer. Hatte ich das nicht schon einmal? What the heck? Kann ich hier nicht... Nee. Sie wollten mich sehen, Sir? Ja, gestatten Sie mir, mich vorzustellen. So wenige Schüler kennen mich heutzutage. Eldridge Diggory, ehemaliger Zaubereiminister und Gründer des Auroren-Rekrutierungsprogramms. Ich glaube, Sie können helfen, einen jahrzehntealten Mord aufzuklären, dank des Buches und vor allem der fehlenden Seiten. Woher wissen Sie von dem Buch und den Seiten? Wir Porträts hören mehr, als man denkt, und die meisten von uns können ein Geheimnis bewahren. Und was sagen Sie? Sicher wäre ein Hufflepuff wie Sie geneigt, für längst überfällige Gerechtigkeit zu sorgen. Immer. Ich werde tun, was ich kann. Wunderbar. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen richtig lag. Meine Großnichte Helen Thistlewood kennt die Details. Sie ist im Ruhestand, war aber zu ihrer Zeit eine große Aurorin. Und der ungelöste Mord, von dem ich spreche, war ihr Fall. Ich besuche oft mein Porträt in ihrem Haus im nahegelegenen Upper Hoxfield. Soll ich ihr sagen, dass Sie kommen? Nö, ich komme schon selbst. Wann genau waren Sie Zaubereiminister? Vor über 100 Jahren. 1733 bis 1747. Ach, die Geschichten, die ich erzählen könnte. Ich hatte nicht die Gelegenheit, alles zu tun, was ich wollte. Ich war gerade dabei, Azkaban zu reformieren, als die Drachenpocken mein Leben verkürzten. Autsch. Bis zum bitteren Ende habe ich Funken genießt. Okay, das ist cool. Ich will jetzt auch Drachenpocken haben. Können Sie mir mehr über Ihre Großnichte erzählen? Die beste Aurorin, die es gibt. Jahrgangsbeste und später vorbildliche Dienerin des Ministeriums. Und ihr Funke ist auch im Ruhestand nicht erloschen. Sie und ich unterhalten uns oft über alte Fälle und unsere große Zeit. Nun, es ist auch mal schön, von den Schülern wegzukommen und mit jemandem zu sprechen, der mit meinem Erbe vertraut ist. Wie sollen ein paar Buchseiten ihr helfen, einen alten Fall zu lösen? Ein Junge verschwand mit diesen Seiten, aber man fand nie die Leiche. Trotzdem wurde ein Mädchen für den Mord verurteilt. Diese Seiten scheinen sie zu entlasten. Meine Großnichte kann ihnen mehr darüber erzählen. Okay. Ich werde umgehend zu ihr gehen. Fabelhaft. Ich denke, mit ihrer Neigung für harte Arbeit und Helens scharfem Verstand werden beide Rätsel schneller gelöst, als sie denken. Ich sehe sie dann dort. Bald, hoffe ich. Ja, ich habe halt einen Schreibfehler gemacht. Weißt du, das Erste, was er sagt, anstelle mal lieb darauf hinzuweisen, das Erste, was er tut, der Sorber sich darauf echauffieren. Wo ist die Menschheit heute angelangt? Oh, er hat einen Schreibfehler gemacht. Lacht ihn aus, stellt ihn an die Wand, erschießt ihn. Traurig, traurig. Mal gucken, ob er das überhaupt jeweils hören wird. Sprich mit Helen Tristlewood. Warum heißt sie Tristlewood? Ich meine, ich hätte es ja sehen können. Ja, ich bin beim Game, bin ich manchmal blöd. Da gebe ich halt auch Saria oder nichts, ne?
So. Die Frage ist, wir haben jetzt theoretisch wieder Platz im Inventar. Wir könnten auf Erkundungstour gehen oder wir könnten einfach dem Questmarker folgen. Ich bin ja eher so einer, der dem Questmarker folgen will, aber ich hätte auch kein Problem, da mal ein bisschen auf Erkundungsreise zu gehen.